So, ja, weiter geht's, ne? Gut, also ist noch nichts weiter passiert, als dass wir hier unsere Gewinnposition plattgestellt haben. Und zwar aus dem Grund, dass hier oben der weggebrochen ist, also ein Widerstand entsteht. Obwohl der nicht wirklich da ist. Also in dem Raster hier gibt es keinen Widerstand, sondern die Leute sehen einfach, dass er hier schon mal umgekehrt ist. Ne? Da schließen die ihre Konten. So, und wenn man im Kaufen ist, die sind alle im Kaufen, die schließen hier, na, dann sackt da unten weg. Da habe ich hier eine rote Kerze. Wenn ich schon gequatscht hätte ich natürlich wieder mal was kaufen können. Machen wir jetzt auch klar noch. So. Ja, ich hole mir jetzt den Rest auch noch. Fünfe. Ja, fünf solche Batzen hier. Gut. Und das lassen wir wieder laufen. Also wenn ich jetzt hier nochmal einen Gewinn von 300 habe, habe ich also, ja, 700, sagen wir mal, hier 700er Gewinn, habe ich das Ziel eines 2000-Euro-Deals erreicht, ohne dass ich ein sehr großes Risiko eingegangen bin. Weil ich habe hier an der Stelle meine Konten schon mal gesichert und starte von hier aus neu. So, und die 700 sollten mir gelingen, wenn da ungefähr hier ist. So, und dann wären wir dann bei 13.700 und damit können wir den Sekt aufmachen. Hier aufpassen, hier wird es rot. Wir machen schon mal vorbereiten. Na, nee, das ist zeitig. Noch ein bisschen laufen lassen. Wir haben hier noch einen blauen Docht an der blauen Kerze. Kommt also die nächste Kerze hierher. Ja. Das sind ja die Angsthasen, ja. Hoch. Naja, also wie ihr seht, ist eine spannende Geschichte. Und wenn man es richtig interpretiert, hey, ja. Ne? Also die Leute haben auch gemerkt, wir sind noch im Aufwärtstrend. So, und die tun mir jetzt alle den Gefallen, dass wir hier die 700 erreichen. So, und wenn ich die habe, habe ich doch mein Projektziel erreicht. Da schließe ich auch erstmal wieder, auch wenn es weiter nach oben geht. Ich steige dann in der nächsten Roten wieder ein. Ja, könnt ihr das jetzt machen? Ich schließe einfach mal hier, nehme die 500 € erstmal mit und guck mir an, ob die nächste rote Kerze kommt. Und dann kann ich alle mal noch. Ja, er geht natürlich jetzt hoch. Ja, natürlich. So, also wir haben jetzt noch 170 €, die wir noch einsammeln müssten, um unser Ziel von 2000 € Gap Trading zu erreichen. So, ich mache jetzt gar nichts, ich warte jetzt einfach, bis er runterkommt. Und dann noch Stück, noch Stück, noch Stück. Jetzt kaufe ich wieder 5 nach, weil einen Spread habe ich ja jetzt schon verdient. Habe ich jetzt hier? Ne? Zickt hier rum. Na, ich kaufe bei der roten Kerze jetzt einfach mal die 5 wieder nach. Das Stück, wo der von hier runtergerutscht ist, hat mir doch den Spread schon verkauft. Allerdings habe ich jetzt meine Gewinnposition ja schon sicher. Ich habe vielleicht hier nochmal 200 Miese. Ja, dann machen wir nochmal hier rein hier. Ja, zack. So. Und jetzt laufe ich wieder hoch. Und jetzt brauche ich aber nur 170 schaffen. Ja? 170 plus und dann habe ich hier 13.700 stehen und dann kann ich den Korken rauslassen. Das ist es. Ne? Immer gucken, wo man, ich würde es sogar wieder kaufen, aber erst wenn er sich richtig eingenordet hat hier. Ja. Naja, das ist, wenn der nach unten will, hier, hat er natürlich hier auch eine Unterstützung. Ne? In die Gegenrichtung läuft das als Unterstützung. So, jetzt ist die Frage, wie weit macht er hier runter? Ich würde sagen, bis hierher maximal, da könnte man hier unten nochmal nein kaufen. Und wir würden dann den Gewinn machen, wenn er hier ist. Ja, also immer nur Mitte. Was müsste ich haben? 7 Positionen müsste ich. Ne, das brauche ich gar nicht. Das läuft schon in meine Richtung. Na komm, hier drüber. Alten Wert. Und dann haben wir unser Ziel erreicht. Und dann schieße ich wieder. Ne? Ja, sind noch 100, 300, 200 € waren wir noch. So, ihr seht, macht Spaß, ne? Ja, also wer jetzt hier in Short gegangen ist, ist natürlich, ja, ist naheliegend, aber ich hätte es nicht gemacht. Weil da müssen wir wieder gucken, wie sieht der übergeordnete Trend aus? Eine große blaue Kerze, eine gleich lange rote, wieder eine blaue.
Ja. Der Anstieg ist ungefähr gleich, aber wir haben ja ein Kursziel von hier oben. Und da will er auch hin. Und das wird er auch machen. So, jetzt sind wir schon bei 40 plus. Also noch 100 drauf und dann machen wir wieder zu. Warum haben wir einen Aufwärtstrend? Ja, höhere Tiefs, höhere Hochs. Wir landen hier. Hier ist der nächste blaue. Wenn der hier drüber gelatscht ist, über unser Minenfeld, haben wir hier an der Stelle unser Projektziel erreicht. Mal 2000 Euro innerhalb von 2 Stunden verdienen. Das ist ordentlicher Stundenlohn. Wir zeigen es dann nochmal in der Tabelle. Ich lasse ihn erstmal noch ein bisschen größer werden. Ich ziehe mal die Tabelle rein. So, mal gucken. Na was? Soll ich nochmal kaufen? Mach ich. So, wir haben unser Ziel erreicht. Wir schließen alles. So, guck. Jetzt habe ich schon mal vorbereitet. 11.744 hatten wir also heute früh. Jetzt tragen wir das ein hier. Ja. 13. 8, 8, 7. Ja. Und die Pfennige. Da. Ja, wir haben also jetzt über die Gesamtstrecke eine Performance von 20%. Ein Stundenlohn von 86 Euro in 45 Stunden in Gewinn von 3.887 erzielt. Das ist nicht schlecht. Ne? Ja. Wir kaufen jetzt hier nicht. Nicht erinnert, denkt, ich kaufe jetzt hier. Mache ich nicht. Ich warte jetzt hier, bis er wieder eine rote Kerze hat. Hier an der Stelle. So, bloß mal zur Erläuterung, dass ihr nebenbei mit gucken könnt. Ja, also, das ist also ein Wert, der ist wettkampftauglich. Also alles, was über 15% Performance pro Tag ist, ist also Spitzenfeld. Ne? Da kann ich also, ja, leider Demo-Geld. Mir gute Chancen ausrechnen, dass ich dieses Jahr wieder was reiße. Mal gucken. Wenn mal irgendwelche Wettkämpfe sind. Ja, ne? So, dann lassen wir das noch ein bisschen rumdampern. Vielleicht kommen wir noch hier hoch, dann wird das ja noch ein bisschen mehr. Wäre eine schöne Sache, aber jetzt ist der falsche Zeitpunkt zu kaufen. Hier sind ein Haufen Käufer da. Die müssen erstmal weg hier, die Stirn hier an der Stelle. Na, jetzt. Ich könnte natürlich auch mal mehr Kontakte machen, aber ich lasse es mal lieber. Naja, gut, mach mal hier, komm. So, ne? Nicht übertreten, immer wieder gucken, dass wir hier bei 90% liegen. Wir sind wieder im Norm Wir haben einen riesengroßen Gewinn gemacht innerhalb kurzer Zeit und das Adrenalin muss erstmal raus. Ne? Muss man auch wissen. Man muss wissen, wie viel Adrenalin ist im Körper drin und wenn das muss erstmal raus. So, und da geht man nicht in große Position. 10% nach so einem riesen Deal, wo man also bis 25% im Risiko waren. Gehen wir hier nicht über die 10%. Das ist das, was man sich immer wieder selber auferlegen muss. Man darf nicht davon ausgehen, dass man das Glück gepachtet hat. Das hat man nicht. Nie. Ja? Sondern
Nach dem Riesengewinn fährt man erstmal das Risiko auf ein Drittel wieder runter. Das habe ich jetzt gemacht, von 25, also so in dem Bereich um den 90. Und dann kaufe ich wieder an der tiefen Stelle, weil das Handelsprinzip, was ich habe, ist ja immer am Minimum kaufen, am Maximum verkaufen. Und die anderen lasse ich einfach weg. Die hohe Trefferquote entsteht doch nur deswegen, weil ich die mittelmäßigen Chancen alle nicht nutze, sondern ich steige immer nur bei der optimalen Chance ein. Ne? So, ich könnte vielleicht aus der Mitte heraus auch einen Gewinn machen, aber das ist eben der Geiz und das ist eben, führt eben dazu, dass man eben dann keine 20% Performance hinlegen kann, sondern bloß 12. Ne? Ja, das macht den Unterschied. So, und wenn man also das macht und vor allen Dingen keine Kurse roh angucken, sondern immer erstmal durch diese Lupe, die ich euch gezeigt habe, interpretieren. Ne? Mit den Methoden, mit den Erklärungen, die ich auch immer mache. Und ihr seht ja, dass es hier kein Trick ist. Ne? Wir haben also hier harte Konditionen. So, das ist hier 17,8 haben wir eingestellt und hier sind wir jetzt bei 19. So, dass der Wert hier ab und zu mal wackelt, ist ganz klar, weil ich habe hier eine Jetzt-Funktion drin. Also ich habe immer die aktuelle Zeit, weil wenn ich jetzt lange nicht handle, sinkt natürlich hier mein Ertrag. Ja, ist klar. Ich müsste also bei einer Performance so zwischen. Also man muss ja auch sagen, wenn die Performance zwischen 7 und 14% liegt, ist man schon Spitzenfeld. Ist so. Ne? Wir haben vielleicht auch gute Marktbedingungen. Also man darf jetzt nicht sagen, man ist jetzt hier der Supertrader. Das sage ich mir immer, nee, du hast einfach nur Glück gehabt. Ne? Hast gute Konditionen gehabt, gute Ideen gehabt, deswegen hat es funktioniert. Wenn du keine Ideen hast, wenn die Marktposition gegen dich läuft, werde ich natürlich auch Verlust haben, ist klar. Aber im Mittel werde ich immer versuchen, Bedingungen zu schaffen und vor allen Dingen auch mal wieder ein paar Hedges zu setzen, wenn es nicht so läuft, wie es ist, wie gerade jetzt. Ah, ja. So, also während Quatschen muss man teilweise auch mal ein bisschen aufpassen. Na ja, dann machen wir hier, komm. Ja, doch. So, gut aufhören. Ja, habt gesehen, was ich jetzt gemacht habe. Ne? Ich habe einen ganz schnellen Hedge gesetzt und über dem Hedge wieder gekauft, nachdem ich ihn gelöscht habe. So, wenn ich jetzt wieder an den alten Kurs zurücklaufe, was ja hier wahrscheinlich ist, weil wir hier wieder einen Radius ausbilden, bis daher haben wir die Position, dass wir wieder hier stehen, allerdings mit einem Gewinn von hier unten. So, ne? Also das ist deswegen zeige ich das auch im Anfängerkurs, wie man mit dem Hedging-Modus umgeht. Ihr habt es jetzt gerade live erlebt. Ich habe nämlich zwischendurch hier in der Tabelle umeditiert. So, hier. Ich mache mir jetzt hier mal eine Spalte rein und schreibe einfach mal den Wert von heute früh, was haben wir denn heute? 18. Ne? Dann schreibe ich einfach mal hier her. Da habe ich zwar meine Jetzt-Funktion hier noch dabei. Aber die tausche ich mal aus gegen das Datum. So, was hatte ich da gesagt? Der 18. war das wohl. Und da hatten wir dann 23 Uhr. Jetzt irgendwann ja 23 Uhr. Diese 1700, ne? Ich stöße jetzt hier mal eintragen. Ich stöße dann nochmal nachtragen, wenn ich es genau weiß, wie viel es ist. Ich habe es jetzt nicht da. Machen wir hier so einen kleinen, was ist denn das denn wieder hier für Zeug? C7 nach D7. Achso, weil wir hier einen komischen Wert haben.
B7, B7 minus B5. Ne, muss 6 rein. Ne? Dann haben wir hier die Zeile kopiert. So. Und die Zeitdifferenz, die stimmt wahrscheinlich auch nicht. Da muss eine 6 rein. Gut. Also ist nicht weiter spannend, was ich hier mache. Warum habe ich denn hier keinen Gewinn gemacht? Achso, ich muss natürlich hier den Wert eintragen. 11.700. Ich trage mal hier den ungefähren Wert ein. Ich gucke dann nochmal im Video, wie viel es war. Ja, hier hinten ist natürlich dann auch eine Formel falsch. Da muss dann eine B6 rein. So, und dann kann ich ja jeden Tag dann mal, habe ich auch die Zwischenstände. Also nicht nur den absoluten Wert. Genau. Hier sehe ich übrigens auch einen Fehler. Hier muss ich natürlich eine absolute Formel nehmen. Also wer sich etwas mit Excel auskennt, hier der Dollar bezieht immer einen absoluten Zellbezug. Hier ist ein relativer. Wir haben auch einen absoluten. Ja, das ist absolut. Ich will ja hier auf diese Zelle hier mich beziehen. Nee. Ah nein, klar, einen absoluten Zellbezug bezüglich des Datums. So, haben wir hier auch noch irgend sowas drin? Hier ist auch ein absoluter Zellbezug. So, haben wir gleich ein bisschen Excel mitgezeigt. So, und dann tue ich mir diese markieren mit einer Hintergrundfarbe. Ja, tun wir mal ausgrauen, weil das sind Startwerte. Ne? Ja, absolute Zellbezüge, das sind relative. So, dann kann man das hier noch ein bisschen aufpeppen, indem wir hier ein bisschen, ne, machen wir ein schönes Blau. So, das sind unsere Resultate, die momentanen Resultate mit dem Bezug auf jetzt eben. 9:20 Uhr ist also jetzt die Zeit. So, dann hätten wir also ein ganz einfaches Trading-Tagebuch. Ne? Ich zeige nochmal die Formeln. Das ist einfach ein Datum, das ist auch ein Datum. Das ist ein fester Betrag, wo wir angefangen haben. Das sind ungefährer Wert von heute früh. Ich muss noch mal im Video zurückscrollen, wie viel es genau war. Kann ich jetzt nicht machen, während das läuft. Und hier sehe ich gerade, dass er hier wieder ausgebüxt ist. Wollen wir hier noch ein bisschen reinkaufen. So, hier haben wir hier eine Unterstützung, ne, weil unten ist er auch nicht reingelaufen. Ich gehe mal davon aus, dass er uns hier nicht ärgert, wenn hier runterläuft. Ja, ein bisschen was könnte hier passieren, weil er hier mit der gelben Linie unter der Mitte geraten ist. Aber unser Kursziel ist immer noch hier oben. Ne? Bis um 10 haben wir damit zu rechnen, dass er hier hochkommt. Wir haben jetzt 18 Minuten Video. Ja, mal sehen, ob wir hier noch sehen, dass er hier reinläuft. Wenn er ungefähr hier ist, hat die Verluste von hier mit den Gewinnen von hier ausgeglichen. Ja, wir sind noch weiter runter. Ich habe aber hier keine Lust, ein Hedge zu machen. Warum nicht? Na, weil wir hier schon wieder eine Tendenz haben, hochzugehen. Hier ist er fast gerade. Ich greife hier nochmal rein. Na, können wir machen nochmal hier. Ja, doch. So, gut. Also. Naja, dass da jetzt wieder minus 2000 noch was hat, liegt einfach daran, dass er jetzt erstmal wieder hochlaufen muss. Sehe ich jetzt nicht allzu schlimm. Gut. So, also. Ja, gucken wir dann heute Nachmittag nochmal nach, wann wir hier gestartet sind. Und dann denke ich mal, können wir die Tabelle dann jedes Mal fortschreiben. Also ich könnte zum Beispiel hier, ja, mache ich Zeile einfügen, dann haben wir diesen relativen Zeitbezug hier und dann kann ich die Zeile hier kopieren, hier rein, Ctrl-V und könnte dann zum Beispiel jetzt mal hier so einen Snapshot machen. Ja, mache ich jetzt nicht. Warte erstmal, bis die Position geschlossen ist. Also es macht jetzt keinen Sinn, eine schwebende Position hier einzutragen. Ne? Das muss also hier dann erstmal wieder Konten schließen. Und beim Konten schließen könnte ich jetzt hier von heute,
Ja, ich kann ja schon mal 19 reinschreiben. Ja, dann müsste ich ja irgendwas mit 10 Uhr hier. Da müsste ich dann das Konto geschlossen haben. So, da muss man dann hier bloß den Wert eintragen. Ich könnte jetzt hier die 1200 eintragen. Ne? 12, 792. Bloß mal als Spaß, ne? Damit ihr seht, was hier passiert. Ja, und da hätte ich eine mittlere Performance von 14. Ist auch nicht schlecht. Ja. So. Ja gut, also habt ihr das mal gesehen? Wir haben aber bei weitem noch nie das endgültige Kursziel erreicht von hier oben. Da fehlt schon noch ein bisschen was. Wir müssen auch jetzt mal gucken, was hier, was der Markt macht. Der Markt geht seitwärts. Ja. Seitwärts um diesen Mittelwert her. Ich sehe ja keinen Abwärtstrend. Noch nicht. Wenn ich ihn sehe, aber ich habe natürlich hier diesen doppelte Tief. Ne? Wir sind ja fast wieder hier an der alten Stelle. Also wir können im Prinzip Do It Again Sam machen. Do it again, Sam, und hier unten noch einmal reinkaufen, ja? Weil wir ja wissen, wir landen hier oben. Weil in Nachrichten würde ja dann sonst erscheinen, der DAX ist abgestürzt. Ja, und da greift natürlich die Politik. Und deswegen können wir also hier uns mal drauf verlassen, dass es in Nachrichten heute nicht kommt. Und dass die wieder alles tun werden, um unseren DAX zu schützen. Also kann ich ja ordentlich mal reinkaufen. Vielleicht habe ich heute statt einem 2000 Deal einen 4000er. Ich hoffe aber im Positiven. Naja, dann machen wir mal. Ich will jetzt hier nur kaufen. Mensch. So. Jetzt ist Schluss. Ja. Ja, das lassen wir hier drüber laufen bis hoch. Und dann, wenn wir wieder schließen, dann haben wir das. Ja, da habe ich ja ordentlichen Stundenlohn heute. Ja, man muss einfach wissen, weitere Zusammenhänge sehen. Na. Wir gucken mal rein, wie die Bad News aussehen würden heute. Der DAX ist abgestürzt, 1,1%. Hilfe, Hilfe. Oh, das wird nicht passieren. Na. Wir werden hier vielleicht bei 0,2 landen und dann sind wir aber hier. Ja, hier ungefähr. 0,25 ist hier. So. Immer dran denken, der Markt kann alles machen. Ne? Immer dran denken, es kann natürlich auch mal wirklich passieren. Dann hat man natürlich ja Pech. Also ich habe momentan, wenn ich hier live dabei bin, die Position nicht abgesichert. Ihr seht, dass ich hier mit Stop-Loss-Sätzen gar nicht hinterher käme. Ne? Ich habe einfach hier die Taste im Blick. Ja. Und da drücke ich dann drauf. Und ich mache auch, wenn ich weggehe, setze ich hier unten natürlich eine riesengroße Verkaufen-Position hin. Ja, hier, an die Stelle. Oder wo der Kurs ist. Ich kann dann nicht ständig dabei sein. Ja? Das geht nicht. Ja? Aber wenn ich weglaufe, gucke ich mir an, wie viel habe ich hier da. 17 mal 5 müsste ich also eine ziemlich große Gegenposition unten drunter stellen. Ja, als Schutz. Im Falle er bricht nach unten raus, dass mir kein Verlust entsteht. Weil der Verlust aus den Kaufenpositionen hier oben würde sich aufheben mit dem Gewinn der Verkaufenposition, wenn er hier runterläuft. Und wenn er unten dann umkehrt, kann ich die Verkaufenposition schließen und die würde den Verlust ausgleichen, den ich erlitten habe, um hier runterzulaufen. Und dann ist natürlich klar, der Kurs kehrt an den alten Punkt zurück und dadurch habe ich natürlich die hier bei null glatt gestellt, habe aber den Gewinn von hier unten hier hoch trotzdem mitgenommen. Ja? Das ist das Hedging. Also wenn man das verstanden hat und eben auch so tut, na, dann kann man ja im Prinzip ja, die Summe der Verlierer klein halten. Ne? Darum geht es ja hier. Ja, die Gewinner kommen einfach durch unsere Handelsstrategie. Und wenn sie schief gehen, dann haben wir einen Verlust. Und die Verluste gleichen wir durch das Hedging aus. So, und wir holen uns das Geld von Leuten, die glauben, dass der DAX hier runter will. Der will nicht runter. Der will nicht runter, der geht runter, der geht runter, weil die Leute denken, es geht nach unten. Ja, und dadurch dann verkaufen, dadurch sinkt der Kurs. Aber der Wille,
des DAXes ist, an den Einstandskurs zurückzukehren. Ja, das hat er vor. Und da wird sich dann irgendwo, wird er sich ein Loch machen und wird da durchrennen. Ja, da kann man eine Mauer bauen, wie man will. Aber das versuchen. Ja, momentan versucht er es gerade. Ja, so, das ist das Prinzip. So, wenn wir nämlich hätten jetzt langfristig, haben wir jeden Tag, hätten wir jetzt 1% Verlust im DAX. Muss man sich einfach mal vorstellen, was das bedeutet. Nach 100 Tagen wär der DAX tot. Ja, da wird man hier Aktienkrise haben. Ja, da kann man sich überlegen, wie wahrscheinlich ist das. Na, wenn es einen großen Crash gibt, dann passiert das natürlich. Aber es passiert nie heute, gehe ich mal davon aus. 0,25%, wir haben heute Abend 20:15 Uhr Nachrichten sehen. Mehr würde ich ja nicht erwarten. Ja. Ja. Und das ist hier mein Ziel. Wenn da hinten eingelaufen ist, haben wir das ungefähr. Das sind die 25% minus oder 75% von unten, wo ich diese Kante ja gesetzt habe. Und da hier mein grünes Minenfeld liegt und der hier drüber läuft, sind das eben meine Gewinne. Jo. Ja, so funktioniert das. So, jetzt habe ich also nur noch ein bisschen Bedenken, dass ich die Gewinne von heute früh egalisiere, ja, weil ich hätte eben hier nochmal ein Hedge aufbauen müssen. Hier an der Stelle eine Hedging-Position hier runter. Ja, habe ich vielleicht ein bisschen verpasst, ist natürlich so, manchmal passiert das halt. So, aber wenn die blaue Linie hier die gelbe durchsticht, dann macht er diesen hier. Ne? Und da habe ich ihn doch wieder dorthin, wo ich ihn hin haben will. Er wird also an diesem Widerstand laufen bei 10.830. Ja, heran. Wenigstens. So, jetzt haben wir ja den Widerstand der Mittellinie. Na, jetzt würde ich aber hier mal ein paar Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Kann ich nicht gebrauchen, dass er hier nach unten wegdriftet. Ich habe mal ganz schnell was Verkaufen gemacht, aber nur ein paar. Die markiere ich mir auch, dass sie oben stehen. Er läuft nicht hierher, ne? Da haben wir nicht lange überlegen. Warum nicht? Na, der Haupttendenz ist hoch. Und wir sind hier zweimal schon an der Linie gescheitert. Man könnte natürlich mit viel Fantasie hier eine Trendlinie bisher einzeichnen. Ich mach's mal. Ah, für die Angsthasen. Hier. Eine Trendlinie von hier. Ja. Ah. Passiert nicht. Ich muss jetzt meine Verkaufsposition noch wegnehmen, damit ich hier nicht. So, es geht schon wieder hoch. Gut. Okay. Aber es könnte passieren, ne, dass er da hier reinmarschiert. Also das hier unten nochmal ransetzt. Also diese Trendverläufe sieht man in einem intakten Markt. Aber wir haben ja keinen intakten Markt. Warum haben wir keinen intakten Markt? Na, da gucken wir uns einfach mal eine Zeitebene höher an, was hier los ist. Wir haben hier einen Kurseinbruch durch den außerbörslichen Handel. Und wir haben hier noch das Wundenlecken, sage ich mal immer. Ne? Hier, dass das so rumläuft. Er will natürlich schon wieder hoch. Er muss ja an den alten Kurs ungefähr wieder ran, weil sonst hier Jan Hofer und der ARD Herzkasper kriegt. Ne? Ja. Also ist doch meine Voraussicht, dass er hier mir den Gefallen tut und hier hochläuft. Ja, das ist das, was ich mache. So. Ja, jetzt haben die Telefone klingeln, unser Aktienmarkt. So, und dann werden die alle babbern und machen und dann werden wir sehen, dass da hier hochläuft. So, das ist das Spiel, was fast jeden Tag im DAX um 8 Uhr passiert. Ne? Nur, dass ihr es erstmal seht. Und das Spiel ist dann vorbei, wenn wir um die 10 Uhr sind. Dann bewegt er sich ja her. Und wenn die Amis nachmittags kommen und diesen Anstieg sehen, von hier unten hier hoch, dann kommen die und kaufen hier nach. Und dann marschiert er hier raus, hier hoch. Was macht denn der S&P? Ja, der hängt hier auch ein bisschen in der Kante rum. Ne? Da hat die hier ein Maximum gehabt, hier ein Maximum. Hat eine Unterstützung hier, also es ist zu erwarten, dass er hier hochgeht. Ist er denn überhaupt aktiv? S&P?
Ja, ist im Handel, gut. Naja, dann, ja, wissen wir ja hier, wo dieser Abwärtstrend herkommt, ne? Aus dem S&P. Von DAX gibt es ja keinen Grund, abwärts zu gehen. S&P ist im, ja, müssen mal 5 Minuten Chart, damit wir die vergleichen können. Wird aber ohne anders aussehen. Genau. Ne? Hier. Die Zwillinge. Oder Trend abwärts. Oder Trend abwärts. Jetzt haben wir hier einen blauen. Ja, und da wird der DAX schon sportlich. Ja, da. Gut, also hat er überhaupt nichts mit dem, hier dieser Abwärtstrend hat also eher was damit zu tun, dass also hier der S&P schwächelte. Gut, und wenn der S&P anfängt, den Mundwinkel nach oben zu ziehen, dann macht natürlich hier der DAX sofort los. Ja, hier, seht ihr das? Ja. Trauriges Gesicht, fröhliches Gesicht, ja. Und dann geht das hier rund. Hier, seht ihr das? So. Ja, und dann habe ich hier natürlich grün. So, ich übertreibe es nicht, wir haben hier oben einen Widerstand, ne? Also wenn wir hier sind, machen wir ja erstmal wieder zu, schließen alle Positionen, auch die hier oben, wenn wir ungefähr hier an die Stelle gekommen sind. Weil Radiusbildung. Hier wieder gucken, ne? Wie sieht der Radius aus? Denken wir, dass er hier hoch geht? Denke ich nicht. Ich verlängere die Linie, sehe, was er hier vorne gemacht hat. Also ist die höchste Kerze diese. Wenn die höchste Kerze diese ist, ist der Kurs hier. Ne? Das ist mein Handelsprinzip. Also das von Adelsnik Dregin überlegte Ding. Wir haben also seit 3 Jahren analysieren wir die Kurse vom DAX und vom Euro-Yen. Und haben also diese Strategie hier entwickelt und die setzen wir um. Ja, noch ein Stück, komm, hierher will man. Komm. Müssen wir ein bisschen Futter streuen hier beim Lachs, damit er hier hochläuft. Ja, komm, mach. Ach, Mann. Was ist denn los? Oder? S&P wieder schlechte Laune. Ja, das sieht eigentlich gut aus. Also hier erwartet man natürlich, wenn hier ein Doji ist, hier auch ein Doji, dass hier eine ordentliche Kerze kommt. Die zählt er hier noch an. Hier würde ich sagen. Ne? So. Und das gleiche Stück will ich natürlich hier auch sehen. Und deswegen gehe ich ja nicht aus, dass er hier hoch geht, sondern dass er hierher geht. Ne? Dann habe ich hier so 700 Gewinn. Und da würde ich es erstmal wieder belassen wollen. Ah, ja. Noch Stück, noch Stück, noch Stück. Ja, jetzt sieht es gut aus. 200. 300. Fünfhundert. Dann machen wir mal 600. Na, 700 machen wir Schluss. 800, das ist ja schön. Oh ja. So, auch wenn er jetzt weiter nach oben geht, das ist uns hier zu heiß. Hier an der Stelle Widerstand. Besteht die Möglichkeit, dass er nach unten dreht. So, muss ich jetzt nicht haben. So, jetzt haben wir natürlich unsere Siegertabelle. Die füllen wir jetzt aus und dann machen wir das Video erstmal zu. So, wir tragen jetzt hier ein. Diesen Wert hier unten. 1, 4, 6, 6, 6,43. So, und da liegen wir. So, da liegen wir dann in der Gesamtperformance. Ne, hier müssen wir kopieren und den Wert hier oben rein kopieren. Weil wir wollen ja die Farbformatierung nicht kaputt machen. So, das war's. Ne? Gut, ist ein schönes Resultat.